Die Nutzung von Windkraftanlagen für den Heimgebrauch bietet mehrere Vorteile. Erstens, erneuerbare Energiequelle. Windkraft ist eine saubere und erneuerbare Energiequelle. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen produziert die Windkraftanlage keine schädlichen Emissionen oder Treibhausgase, die zum Klimawandel beitragen. Durch die Nutzung von Windenergie reduziert man den CO2-Fußabdruck und trägt zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Zweitens, Kostenersparnis. Durch die Installation einer Windkraftanlage für den Heimgebrauch kann man seine Abhängigkeit von herkömmlichen Stromversorgungen verringern. Die erzeugte Windenergie kann direkt im Haushalt genutzt werden, wodurch sich die Stromrechnung reduzieren. In einigen Fällen kann überschüssiger Strom sogar ins öffentliche Stromnetz eingespeist und vergütet werden. Energieunabhängigkeit. Eine Windkraftanlage ermöglicht es einem Haushalt, einen Teil oder sogar den gesamten eigenen Strombedarf unabhängig zu decken. Dies kann besonders in abgelegenen Gebieten oder in Regionen mit instabiler Stromversorgung von Vorteil sein. Man wird weniger anfällig für Stromausfälle und steigende Energiepreise. Viertens, langfristige Investition. Obwohl die anfänglichen Kosten für die Installation einer Windkraftanlage hoch sein kann, handelt es sich um eine langfristige Investition. Die meisten Anlagen haben eine Lebensdauer von 20 Jahren oder mehr. Über die Zeit hinweg kann man erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten erzielen und möglicherweise sogar finanzielle Renditen erzielen, indem man überschüssigen Strom verkauft. Und zum Schluss die Umweltfreundlichkeit. Im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsmethoden ist Windkraft umweltfreundlicher. Es werden keine fossilen Brennstoffe verbrannt und es entstehen auch keine schädlichen Abfallprodukte oder Umweltverschmutzung. Windkraftanlagen tragen dazu bei, die Luftqualität zu verbessern und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.